So Leute, ihr seht jetzt mal nichts. Guckt euch dieses Hotelzimmer an. Alter, wir sind so an der Rezeption, neben uns so Leute. Ja, wir würden gerne vielleicht ein bisschen höher. Letztes Mal waren wir so ein bisschen höher. Und die Dame an der Rezeption so, ah, das kann ich nicht machen eigentlich, aber ja, ich kann Ihnen gerne das mal machen, ne? Und da haben die das hochgekriegt und wir denken so, okay, jetzt kommen wir dran und wir kriegen so ein Standardzimmer, wir haben nur Standard so gebucht. Auf Etage 5, so richtige Noobs, so Low-Bobs, so auf Etage 5. Und jetzt guckt euch dieses Zimmer an und jetzt guckt euch diese Aussicht an. Ach du Scheiße. Wir sind im 30. Stock einfach. Wie geil ist das denn? Alter. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Das gab's auch. Es gibt einen Schuhpolierer. Alles kostenlos. Ein Schuhpolierer. wie nennt man das? Verdammt, mir fällt das Wort nicht ein. So macht man genügsame Menschen glücklich. Ja, das war jetzt, da habe ich 5 Minuten. Es gab jetzt einen Cut, aber 5 Minuten habe ich überlegt, bis ich das Wort hatte. Genügsam. Alter, ich liebe solche Höhen. Alter, Leute. Wie geil ist das denn? Wir machen jetzt den Siegestanz. Franzi, schade, dass du nicht dabei bist. Aber wir haben eh nur 2 Betten. Das wäre knapp gewesen. Das wäre, dann hätte ich Gretschi halt, ne? Fenster, uff, zack, Post. Haha, die verstehen nicht auch. Ich halte mal so. Zwänge ich ihn durch so. Wir gucken jetzt danach, wie wir jetzt zum YouTube Space in Berlin kommen. Und wir haben hier eine super Barrikade entdeckt. Das ist absichtlich so gebaut, weil wenn Gretschi dahinter sitzt. Warte. Hier ist der Lichtschalter. Wo ist der Lichtschalter? Siehst du? Ja. Seht ihr ihn? Nee. Kann man hier essen? Eine super Szene, ja. So, oh, ja. Weitwinkel. Ihr könnt uns sehen, ja, aber wir können uns nicht sehen. Nein, also, ich weiß gar nicht, was ihr da hinten tut. Na, Scheiße. Kannst du mal die Suppe rüberreichen? Das ist einfach super. Total. Jetzt bin ich auf seiner Seite. Das ist hier Kriegsgebiet, Alter. Also, guck hier, wenn ich die Grenze überschreite, hier so Staub. Also ich würde sagen, hier, guck mal, Leute, seht ihr das? Wir sind Restauranttester. No. Oh. Nein, wir sind ja keine Eheleute, die sich so streiten. Alter, seht ihr das? Dieses Staubdings da. Also ich würde sagen, Hotel, ich würde nach unten gehen und mich sofort beschweren. Weil ja, wir sind so richtige Divas. Ja, weil das geht echt nicht. Oh. Oh. Das geht echt nicht. Wenn wir schon hier 30. Stockwerk hier. Wusstet ihr, dass es in Berlin 12 Saturnläden gibt? 12 Stück. Aufgabe das von heute, alle abklappern. Wie kann man denn in einer Stadt 12 Saturnläden bauen? Die sind doch so hängen geblieben, diese Menschen hier. Leute, I don't know if you can understand me, but every people here speaks English. In our hotel, everyone speaks English. Das heißt, wir müssen auch, wir waren so im Fahrstuhl und die Leute haben Englisch gesprochen und wir haben es nicht gecheckt. Und dann habe ich da gesagt, ja, wir müssen 30. Stock bitte. Und dann sie so. Der hat uns angeguckt wie ein Auto, Alter. Wir sind 30, ne? So, oh, 30, please 30. Also das Games Workshop ist viel kleiner als das in Kassel. Genau. Auf jeden Fall viel kleiner. Also da konnte man sich fast, also da hat man, ist man den anderen schon auf den Fuß getreten. Es ist echt cool, wie in Berlin einfach die Leute über eine rote Ampel laufen. Das ist überall. Andauernd über die roten Ampeln, hier hupt jeder. Alter. Kampfhund. Ich setze auf den Großen mit dem Maulkorb, ein 5er. 15 Euro auf den Hund mit dem Maulkorb. Frag ich nicht. Diese Leute, die anfangs reden und du denkst, sie reden mit dir, aber dann ist es eine Sprachnachricht. Mickey, ich muss ja vorwegnehmen, Digga. Nein, wir genießen einen schönen Bembel. Was, ob die, wir sind nicht mehr in Hessen, Gretschi. Was, ob die Bembel das Bär hier haben? Das geht. Ja. Aber die Frage, haben Sie Bembel? Nee. Haben Sie Bembel? Nein. So. Man muss mal gucken. Boah, ich hole mir eine voll die Classic-Kuh. Nein, nicht, du hast die Knie. So sehe ich auch aus. Laufen wir da jetzt hin oder nicht? Nein, das dauert 1,5 Stunden. Ja, das war jetzt eine Frage, weil wenn ich jetzt laufen würde, würde ich mir mehr mitnehmen. Ja. Dann müssten wir jetzt rennen und dann kommen wir zu spät. 4:15, 4:05, 4:06. Ich glaube, wir rennen. Leute, Mission startet. Was denn? Wir rennen. Wie laufen wir jetzt? Wir laufen in schnellen Schritten. Ja, wie laufen wir? Leute, das wird krass. 1,5 Stunden. Was, laufen wir jetzt oder nicht? Ja. Hier ist die Kasse.
Das wird lustig, wird das. Oh oh. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ich muss mir Feuerzeuge kaufen, weil ich keinen Flaschenöffner mit habe. Es gibt aber nicht Straßen oder so, ne? Gar nicht. Ja, ich will meine Flasche nicht kaputt machen. Irgendwelche also Hydranten oder so. Ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, Richie. Ich habe keine Ahnung. Dann lass das mal raus da. Cheers! Leute, ihr habt's auf Band. Hört ihr, wie das klimpert? Nichts geht über ein kaltes Heineck. Ja. 8 Kilometer. Da geht doch voll Stein, deine Attacke. Leute, die Mission beginnt. YouTube Space innerhalb von 1 Stunde 54. Plus minus 20 Minuten. Prost. Auf einen guten Abend, auf einen. Ich habe es nicht angeguckt. Komm, alle. 7 Jahre schlechten Sex. 7 Jahre, oh mein Gott. Ich würde sagen, wir laufen jetzt los. Falls ihr tot in der Ecke liegen und jemand die Kamera findet. Mein Name ist Jonas Ponkratz. Ich bin Unaeronaut. Ich verdiene Millionen mit YouTube. Millionen. Jetzt klimpert es nicht mehr. Jetzt klimpert es nicht mehr. Wow! Wir wollten jetzt eigentlich cheaten. Also ich wollte cheaten. Ich wollte mit der Bahn fahren. 20 Minuten hätte das gedauert. Anstatt 1 Stunde 30 jetzt noch laufen. Aber die Bahn fällt aus. Genau unsere, die wir brauchen. Das ist die einzige Bahn, die dahin fährt. Sehr gut, Berlin. Du bist auf jeden Fall im Ranking bei mir top vorne mit dabei. So ein Scheiß. Jetzt sind wir unnötig Treppen gestiegen und mein Bier ist warm geworden. Ja, die Scheiße. Bier ist warm geworden, Treppen gestiegen. Und wir müssen jetzt, haben jetzt 10 Minuten vertrödelt einfach. Hier geradeaus oder hoch? Wir müssen dahin. In die Richtung. Keine Ahnung. Das ist alles eine Baustelle hier. Ich glaube, also es ist noch 1 Stunde 20 sollen wir laufen. Diese Ampeln, wir schaffen es immer zum schlechtesten Zeitpunkt da anzukommen. Es ist alles immer rot. Und ich glaube, dadurch werden wir auf die Zeit von den ganzen Omas zurückgeworfen, wo Google dann sagt, so, ja, das dauert dann 1 Stunde 20 oder so. Dann wird das bestimmt so lange dauern. Ich warte immer darauf, dass unsere Bahn hier vorbeifährt. Und dann so, ach, ist doch gefahren, tut uns leid. Ja. Und wir laufen jetzt noch 1 Stunde und 10 Minuten quer durch Berlin. Und wir sind jetzt, glaube ich, an der Spree. Wir sind jetzt an der Spree angekommen. Lass uns baden gehen. Lass uns baden gehen, das ist voll die gute Idee. Also da runter kann man auf jeden Fall schon mal gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber da ist Wasser. Seht ihr das? Das ist voll die Vergewaltigungsecke hier. Keiner hört die schreien. Wir laufen ja auch, Google denkt nicht nach, dass das irgendwie, keine Ahnung, gefährliche Gegenden sind oder so. Google weiß das nämlich gar nicht. Das heißt, wenn ich da unten im Wasser schwimme irgendwann, seht ihr das überhaupt? Kann man das sehen? Das ist voll schön, der Ausblick hier. Wir vertrödeln jetzt wieder 2 Minuten. Ja, tut mir leid. Vlog, aber das muss sein. Das muss Alter, sein. Guck dir mal diesen PE an. Hier. Das ist eine schöne elektrische Verbindung. Astrein, bestimmt 20 Quadrat. Das sind Elektriker hier, Insider. Ja. Elektroniker für Automatisierungstechnik. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie ein Fehler passiert und wir packen hier dran. Tot. Aber es ist zwischen jedem Ding so. Ne? Die haben einfach überall PEs gelegt. Also überall. Quetschkabelschuhe, das ist schon ein ordentlicher Durchmesser. Lass mal Oswald sagen. Oswald, ich hab da was in Berlin gesehen, du. Ich brauch das. Ey. Ich brauch so einen Kabelschuh, Mann. Ich hab meine 60 Quadrat Leitung hier. Alter, ich brauch einen M12er, 10 Quadrat. Quetschkabelschuhe. Ja, tut mir leid, muss sein. Ja. Ich weiß nicht, wir sind gerade durch eine sehr komische Gegend gegangen. Es wird immer total normal. Also. Ja, eben war sie normal, aber jetzt erinnern sich voll an die Nordstadt. Mit den ganzen Leuten hier. Wir kommen 18.14 Uhr an. Wir haben versucht, 5 Taxis anzuhalten. Taxen. Plural, keine Ahnung. Und keins hat gehalten, weil überall Leute drin saßen, leider. Und wir sind jetzt schon 1 Stunde und 20 Minuten, glaube ich, unterwegs. Ne, 1 Stunde und 10 Minuten. Einfach geradeaus. Da ist ein Taxi. Oberlandstraße. Immer geradeaus. Kannst du uns da hinfahren? Dankeschön. Okay, wir haben einen Taxifahrer noch gehabt.
Aber wir sind jetzt hier. Im YouTube Space Berlin. Danke für die Ansage, wir haben Ansage. Leute, wir gehen jetzt rein. Wir müssen gucken, wie das ist. Keine Ahnung. Wir klopfen einfach mal.